Ich war nie ein guter Schüler und hatte keine gute Noten. Und meine Lehrer haben oft gesagt, du wirst es zu nichts bringen. Mit 32 bin ich jetzt Inhaber von einer Firma. Wir haben alle verschiedene Stärken. Wenn Mathematik, Chemie oder Biologie nicht so deins ist, heisst das nicht, dass du nicht gescheit bist. Wenn du deine Leidenschaft gefunden hast oder dein Talent, dann tu das fördern. Denn jetzt ist die Schule vorbei und du kannst selber entscheiden, was wichtig ist im Leben. Und glaub mir, es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen. Folg deinen Träumen.